Hallihallo und herzlich willkommen. Oh, zurück bei Control. Ich bin der Baume, wir sind live auf Twitch. Und es tut so gut. Der Puls ist irgendwie abgeschmiert und das schon seit längerem. Ich versuche das entsprechende Programm gerade eben zum Leben zu erwecken. Bitte gib mir eine Sekunde. Das hätte ich eigentlich auch vor dem Aufnahme. Nee, weißt du was? Wir lassen den jetzt einfach ausgeblendet. Was soll's? Oh, also. Huch, falschen Knopf gedrückt. Bitte nicht wundern, wenn jetzt hier oben irgendwie ein Icon fehlt, ja. Das ist aufgrund von Defekt einfach. Oh, ich muss noch ein Stückchen essen. Eins noch. Ich kann mich gerade nicht richtig konzentrieren. Ich habe endlich Pizza. Und Bier. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich überhaupt noch streame. Ich habe doch alles, was ich im Leben brauche. Eigentlich muss ich jetzt programmieren. Ein guter Programmierer macht aus Pizza Software. Wir spielen Control und wir sind live auf Twitch und der Reggie sagt Hallo YouTube und der SpyFoxels, der jetzt auch da ist, sagt auch Hallo. Oh, Pizza. Und wir haben in der letzten Folge einen Bereich. Cheers, Nick! Hallo YT. Dankeschön. Wird alles in Pizza investiert. Oh. Das Leben ist wieder lebenswert. Marshall, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Wer sind Sie? Ich bin Jesse Faden. Ich komme, um zu helfen. Oh Gott, Ihre Augen, was war das gerade? Warten Sie, ich schicke Ihnen den Aufzug. Wir müssen reden. Da hat sie recht. Lass uns reden. Wer von euch? Ernsthaft? Tut niemandem weh? Oh. Oh, hi. Nein. Nein. Nein, war da kein Nein. Nein, hier wird Nein. Bumst dich. Und bumst dich. Oh Gott, oh Gott. Oi, oi, oi. Fleisch überall, dubbel, dubbel, dubbel. Wo ist der? Oh Gott. Uiuiui. Da bin ich vor Schreck gleich 5 Meter durch die Luft gelaufen. Ach so, ja. Du bist jetzt so einer, der wieder schießen will. Na dann. Stein ins Gesicht. Huch. Uiuiui. Bumst dich. Und bumst dich. Warum kann ich nichts mehr werfen? Jetzt. Da habe ich was geworfen. Gott sei Dank. Oh, SMS, was ein Stress. SMS, was ein Stress. So viel los. Nicht schön, nee, nicht schön. Die Deckenchiller, die lasse ich jetzt einfach hängen. Das ist mir viel zu aufwendig, die alle wegzuballern. Außerdem sieht es hübsch aus. Hübsch. Hübsch. Hübsch ist ein richtig deutsches Wort irgendwie. Das klingt, als ob du es gerade einem Neandertaler beigebracht hast. Hübsch. Es hat diese Zischlaute und dieses. Ich glaube, Schlafanzug. So einer sagen, Deutsch ist eine schöne Sprache. Die ganzen zischen Schnalzlaute. Schlafanzug. Hübsch. Keksi sagt auch Hallo YouTube. Sag mal, fährt der Fahrstuhl jetzt eigentlich los oder müssen wir hier? Okay, gut, alles klar. Wo kommt das Licht her? Ja. Oh, oh hi. Oh, ich dachte, ihr habt Probleme, aber hier ist ja alles gechillt. Oh. Du hast kein Hirn mehr? Marshall erwartet sie im Glückslabor. Gleich da hinten. Ist das, wo die Glücksbärchen herkommen? Hm? I remember. Gibt es denn keinen normalen Weg, die Tür aufzumachen? Ich war das nicht. Ich war nicht der letzte Mensch, der diese Toilette benutzt hat. Oh, das Herrenklo. Dude, soll ich Hilfe holen? Geht's dir gut? Bist du müde? Du solltest mal Kaffee trinken, Junge. Kaffee. Was? Gummierte was? Was war da in den Fallakten gerade drin? Gummiente. Oh. Hm.
Die junge Tochter von Agent Hassan nicht gesehen, beklagt sich darüber, dass die Gummiente ihr Zuhause überall hin folge. Agenten zufolge, Dingsbums-Agenten zufolge, wurde ihr Problem anfangs nicht ernst genommen und als lebhafte Fantasie abgetan, bis er eines Nachts selbst das Quaken vernahm. Nachdem er das Objekt im Kleiderschrank seiner Tochter sichergestellt hatte, also da drin eingesperrt, er hat die Ente im Kleiderschrank eingesperrt, brachte er ihn in die Behörde, wo er untersucht werden sollte. Neue Informationen. Es wurde festgestellt, dass Agent Unbekannt Materialien mit bekannten paranatürlichen Eigenschaften verbotenerweise aus dem ältesten Haus nach Hause nahm. Wie das die Entstehung eines gewandten Objekts beeinflusst haben könnte, wird momentan untersucht. Ein weiteres Beschäftigungsverhältnis von Agent Unbekannt wurde endgültig ausgeschlossen. Du wurdest nicht gefeuert, sondern ein Beschäftigungsverhältnis wird ausgeschlossen. Okay, Astral? Stachel? Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber da... Das kennen wir schon. Okay, die haben wir alle gesehen, die Aufnahmen, alles gut. Ich will noch mal ein paar Sachen durchgehen, weil der Vergangenheitsbaum, der heute einen Kloß im Hals hat, na, alles wieder gut, hat gemeint, der Zukunftsbaum möchte sich das gern durchlesen. Und der Gegenwartsbaum denkt sich jetzt, haha, den Zukunftsbaum lassen wir das nicht zu. Lassen wir das nicht machen. Das gönne ich ihm nicht. Den Spaß. Ich gucke mir das jetzt an. Ereigniszusammenfassung. Eine mögliche AWE im Zuge dessen namenlose Einzelpersonen über eine Telefon... Und schon habe ich keine Lust mehr. Okay, gut. Gut, gut. Der Zukunftsbaume wird sich drüber freuen. Wir haben eins. Marshall will Sie sprechen, Ma'am. Sie ist gleich da hinten. Guck mal, wie weit ich springen kann. Hui. Das beeindruckt euch gar nicht. Und guck mal, was ich hier mit dem Boden machen kann, wenn ich da hinguck. Aber war ich hier nicht schon? Ich dachte, ich war hier schon mal. Können wir uns irgendwas Tolles leisten? Nein. War ich hier nicht schon? Doch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wart die ganze Zeit hier? Aber um hier hinzukommen, musste ich... Willkommen in der Gruppe, Ma'am. Einmal ganz woanders hin? Nee, warte, ich war hier. Hier war ich. Und die waren gleich hinter der Wand? Wer hat das Haus gebaut? Wer baut denn sowas? Das ist nicht normal. Nee, das mag ich nicht. Da unten war ich, da. Die waren gleich um die Ecke. Und ich muss übelst behinderte Wege laufen. Die hätten mir eine verdammte Strickleiter runterlassen können oder so. Nein, die verbarrikadieren sich hier und sagen, die Frau Herbert, da braucht sie aber, weil die weiß noch nicht, welche Tampongröße zu ihr passt. Oh Gott. Ich sehe das und ich denke, es ist gruselig. Definitiv ein Gegenstand der Macht. Was ist mit euch los? Ihr seht müde aus. Ihr habt nicht genug Kaffee getrunken. Gott, was ist denn das für ein Gewehr? Holy Guacamole. Und ich renne... Oh, ich kann meine Waffe nicht ziehen. Ihr sitzt auch da und chillt. Ey, dafür, dass ich gerade alles weggeballert habe, seid ihr echt absolut tiefenentspannt. Ich meine, ihr habt Sicherheitsrüstung an. Ihr seht so aus, als würdet ihr das beruflich machen, Dinge wegzuballern. Da sind und Sie ich bin. Ja. Ich machte mir schon Sorgen. Okay. Ach, das ist jetzt das Glückslabor. Was? Ich kann's mitnehmen und ich kann's auch wieder hinstellen. Hier ist es denn jetzt nicht eigentlich tot? Ich habe es anscheinend mit Wurzel rausgerissen. Funktioniert das mit Zähnen auch? Oh Gott. Ey, wenn jetzt hier einer seine Zigarette auf dem Tisch ausdrückt, naja, ist egal. So, hallo. Wer bist denn du? Du bist ganz grau. Bist du schon alt? Gratulation zu Ihrer Ernennung, Direktorin Faden. Helen Marshall, Einsatzleiterin der Behörde. Zachariah ist also tot. Sie haben wohl seine Waffe gefunden. Nennen Sie mich Jesse. Trench sagte, ich soll sie finden. Sie könnten helfen. Und er sagte Ihnen das über die Hotline. Macht Sinn. Bei all dem bleibt sie so ruhig? Macht Sinn. Wirklich? So ist die Lage. Darling hat die HRV in einem Labor in der Nähe gemacht. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr davon. Aber meine Ranger können das Labor nicht allein verteidigen. Nicht gegen diese Dinger. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Zumindest scheint sie zu wissen, was hier vor sich geht.
Sie könnte auch von Dylan wissen. Ich kann das Zischen vertreiben. Ich bin ihre Feuerkraft. Eine gute Antwort. Testet sie mich? Darling hat Systeme zum Schutz seiner Labore. Damit sollten Sie daran vorbeikommen. Wir reden weiter, wenn Sie das Zischen beseitigt haben. Okay. Das ist Ranger, lasst sie durch. Ich meine, die haben wir ja alle... Wir müssen die Tür hinter ihnen schließen. Sorry, aber wir können nichts riskieren. Ja, ja, weil Türen schließen wird euch total helfen. Ich wollte gerade sagen... Hat irgendjemand was von Salvador gehört? Nein. Zuletzt hat er ein Sicherheitsteam in die Isolation geführt. Der Grund ist derzeit unbekannt. Weißt du was? Ich nehme das verdammte Kleeblatt jetzt mit. Wenn das hier das Glückslabor ist, dann werde ich mich ja wohl wenigstens ein bisschen mit Glück equippen dürfen. Einfach nur, damit keine Scheiße passiert. So. Was ist das für ein Fisch? Oh, war das der, der gesungen hat? Da gab es irgendeine Fallakte, dass der Fisch nachts nicht mehr aufhören wollte zu singen. Wenn es etwas gibt, das unser Glück verbessert, sollten wir es probieren. Nur für worum geht's hier? Und fliegende Menschen. Die Menschen sind befallen vom Zischen. Deshalb. Die hängen da rum und zischen ein bisschen vor sich hin. Man vermutet, dass es sich darüber ausbreitet, aber wir sind uns nicht sicher. Man sollte die vielleicht alle wegballern. Aber ich bin dafür viel zu faul. So. Und das Zischen ist böse. Ja, wir wissen noch nicht genau, was das Zischen will, aber es ist böse. Und deshalb haben wir ihm jetzt den Krieg erklärt. Ich glaube, das Zischen weiß gar nicht, dass es uns wehtut. Ich glaube, für das Zischen sind wir bloß eine Art Petrischale. So. Da drüben sind Ranger. Wir müssen ihnen helfen. Ich frage mich vielmehr, wo das... Oh Gott, ey, ziehen mit dem Controller, ne? Oh Gott, Alter. Ey, ich muss definitiv... Ich glaube, ich sollte mal einfach die Empfindlichkeit ein bisschen runterschrauben. Geht das? Steuerung, Schweben, Zielen, Springen, Schießen. Ja. Hälfte, ne? Im Zielen, Hälfte. Im Gehen, alles cool. Im Zielen kann ruhig Hälfte. Zielklebrigkeit. Ja, puh. Horizontales Zielen umkehren? Na klar. Na klar. Ich will unbedingt richtig. Okay. Das ist besser. Das ist besser. Okay, komm, dann helfen wir den Leuten mal. Oh ja, ich kann gar nichts mehr sehen. Das kommt jetzt richtig gelegen, der Schriftzug. Danke. Das ist. Wo sind denn hier die Menschen? Oh, du bist ein Mensch, ne? Alles gut. Ey, ich will doch nur den kleinen Energieblubbel da wegballern. Wo ist er? Da ist er. Weg! Wo ist der? Oh Gott. Wo ist der Kreis? Da ist der Kreis. Der muss weg. Der muss weg. Wo ist er? Uiuiui. Habe ich den gerade mit einem von meinen eigenen Leuten zerballert? Na bitte, haben wir's jetzt? Ich glaube, wir haben's jetzt. Oh Gott, oh Gott. So, das sieht gut aus. Oh oh. Wo ist er? Zack. Feuer! Sie fest! Der Psy-Schlag macht immer viel zu wenig Schaden. Oh Gott, nicht solche. Oh. Ein Agent ist getroffen! Ja, bitte mehr rumschreien, das hilft. Ein Agent ist getroffen, was denkst du denn? Anhalten. Ja, rennt ganz nah an die Explosivviecher ran. Das ist übelst clever. Soll ich euch irgendwie retten oder ist es egal, was mit euch passiert? Weil so wie ihr euch verhaltet, kann ich euch nicht retten. Renn die da mitten rein. Okay. Okay, alles cool jetzt. Alles cool. Alles cool. Ich glaube, alles cool. Oh Gott, oh Gott. Baume, was ist da los? Warte, Kai, wie soll ich es dir erklären? Wir haben Probleme, warte, Kai. Und alles, was rot ist, müssen wir erschießen. Es würde jetzt wirklich zu... Es ist jetzt wirklich zu viel... Es ist... Warte, Kai, es ist... Es ist...
es ist jetzt wirklich, es ist zu viel verlangt, mich jetzt zu fragen, was das für ein Spiel ist. Und worum es geht. Das ist zu viel verlangt. Ich kann nicht einfach Pause drücken und dir erklären, dass wir in einem Gebäude sind, das sich das älteste Haus nennt, wo anscheinend alle Dimensionen ineinander treffen und wo man den ganzen paradimensionalen Shit wegsperrt, eine Organisation, die einfach nur den Namen die Organisation trägt, ja, wo der Direktor sich gerade erschossen hat und alle uns sagen, dass wir der neue Direktor sind, weil wir die Amtswaffe haben und jetzt die Quarantäne aufheben und versuchen, das Zischen einzudämmen. Das kann ich dir nicht einfach erklären, indem ich auf Pause drücke und danach einfach weiterspiele. Das ist zu viel verlangt. Das... Weißt du? Kannst du nicht machen. Kannst nicht einfach im Leben eine Stopptaste drücken und denken, dann machen alle, was du willst. Hey, ich wollte das fangen und zurückschmeißen. Da bin ich voll gut drin. Oh Gott, Alter. Ich renne jetzt einfach mal zu den Heilungsenergie-Blopsies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte heilt mich. Heilt mich. Noch so ein Treffer, steck ich nicht weg. Dabbledoblub, blabbadu. Kann ich bitte mehr Schaden machen? Oh Gott, oh Gott. Wo ist der du? Oh Gott, oh Gott. Doch mehr Abstand halten. Ist der hart? Ist der hart? Och nö, jetzt kommen auch noch solche. Und wer hat denn die eingeladen? Oh Gott, oh Gott, fordernde Gegner sind fordernd. Ey, es ist alles rot. Ich sehe nicht, wenn er was auf mich wirft. Es ist einfach alles rot. Hier geht jegliche Kontur flöten. Natürlich, und der boxt mir einfach auf die Schulter und sagt, yo, Brofist, und ich bin tot, ey. Was für ein... Ich hätte mir im Leben niemals dieses Spiel für die PlayStation holen sollen. Das war so die dümmste Idee aller Zeiten. Warum habe ich denn nicht einmal geguckt, ob es das nicht doch irgendwo anders außer Steam gibt? Ey, so eine blöde Idee, das mit einem Controller zu spielen. Auch noch mit der Ansage, Joop, krieg ich hin. Ich habe Destiny 2 mit Controller gespielt. Ich krieg das übelst hin, dieses Game. Nein, nein. Wieso hast du da keine Tastatur? Oh, vor allen Dingen, dann bist du hier, weißt du, am Arsch der Welt. Muss ich jetzt nochmal mit der Troller reden? Ich hoffe nicht, ich habe mir das Kleeblatt mitgenommen. Es hat mir nichts gebracht, dieses scheiß Kleeblatt mit. Ich nehme es trotzdem mit. Fick dich. Ist mir egal. Ich glaube fest an mein Glück. Diesmal. Wenigstens diesmal. Was ist das für eine Tür? Freigabe Level 5. So krass bin ich noch nicht. Aber ich bin doch der Direktor. Die Direktorin. Ich bin eure Feuerkraft. Ich bin eure und ich gehe da rein und mach die Einmannkampf von mir. Ich bin der Arnold Schwarzenegger. Ich wurde aus der Zukunft geschickt, um John Connor zu töten. Fuck. Scheiß Zischen. Ist jetzt gut, oder was? Wer seid denn ihr? Wollt ihr mir nicht ein bisschen helfen? Alles, was ihr macht, ist von mir gerettet werden. Das ist nicht gut. Epic war für den feinen Herrn wieder zu fein, ha? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe einfach nicht dran gedacht. Ich habe persönlich nicht gegen Epic. Ich bin konkurrenzbelegtes Geschäft, deshalb kann man ruhig mal bei Epic Spiele kaufen. Erst recht, wenn die da ein halbes Jahr früher im Angebot sind als bei Steam. Oh Gott, Alter, wie kann der mich denn mit einem so einem Schlag so heftig vernichten? Vor allen Dingen, ich habe hier nirgendwo was zum Aufsammeln. Ja, danke für den Tipp, du Arsch. Du im Anflug, deine Mutter ist im Anflug. Ich hatte auch gehofft, ich könnte das Zeug fangen, mit dem der schießt. Ah, es ist einfach keine Zeit zum Reagieren. Ich meine, du schießt auf R2 und fängst auf R3. Das heißt, du musst mit dem... du schießt mit R2 und fängst auf R1. Das heißt, du musst beim Ballern den Finger umlenken. Es ist nicht so, dass du quasi mit dem anderen Zeigefinger dich schon mal aufs Fangen einstellen kannst. Und dann ist es nur noch eine Frage des Timings, sondern es ist... Muss auch noch eine Relokalisierung deiner Gliedmaßen stattfinden, was das Ganze unwahrscheinlich komplizierter macht. Und der Fight kotzt mich gerade richtig an. Der nervt. Ich muss noch ein Stück Pizza essen, wirklich.
Baume, du wirst dick. Wer? Bin doch schon dick. Merke, wer dick ist, wird nicht dick. Ich bin dick in Ordnung. So, Frust essen. Ich nehme das dumme Kleeblatt jetzt nicht mit, weil das bringt gar kein Glück. So eine Scheiße. Und dieser hässliche Schwebefettklops ist viel zu imbar. So. Ein Drittel mehr Energie beim Aufsammeln von irgendwelchen Lebensblopsies. Und die Kameraden, die hier so rumrennen mit ihren tollen Grünen. Useless. Useless seid ihr. Useless. Nicht mal richtig wehtun kann er sich, der Sack. Okay, komm. Flankiert sie! Nicht aufhören! Der Feuer! Flankiert die Mistkerle! Jetzt nimm dir zwei Stühle und setz dich zu. Abriss-Kugel im Abflug! Hä? Feuer unterdrücken! Okay, Feuer unterdrücken, genau. Das nennt man Feuerlöscher. Ich kann es einfach nicht aus der Luft greifen. Sie hat sich stattdessen die Laterne links von sich geschnappt. Das ist auch so eine Schande. Dass das so überhaupt nicht funktioniert mit dem Dinge aus der Luft greifen, die auf einen zufliegen. So, und jetzt habe ich schon wieder so wenig Leben. Und ich weiß nicht, wie ich mir Neues beschaffen soll. In diesem Fight aller Fights. Okay, ich glaube, er hat da was hochgehoben. Ja! Oh Gott, ich dachte, ich wäre hinter der Säule. Oh. Das frustriert gerade mega. Vor allen Dingen, weil der Weg dorthin auch so unglaublich lang ist. Also, was heißt unglaublich lang? Aber es passierte halt auch nichts. Und es ist einfach nur ein dummer Weg, den man latschen muss. Baume, denkst du, DHL hört auf mich, wenn ich da fragil aufs Paket schreibe? Frag lieber nochmal nach, ob es reicht, das einfach nur drauf zu schreiben oder ob fragile Fracht mehr kostet. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Schreib einfach Nitroglycerin drauf, ja genau. Oder stinkt dir Urin? In zerbrechlichen Fiolen. Ich denke, Vorsicht zerbrechlich reicht. Da ist aber bitte keine 2 Liter Bierflasche drin. So ein Ding habe ich schon mal nach Hause geschleppt. Grüße gehen raus an Treffgut, den alten Haudi. Oh, jetzt kommt der Schluck auf. Ja, gut, so weit ist es dann doch nicht zu laufen. Ich krieg mich ja schon wieder ein. Ja, ich reiß mich zusammen. Ja, Mutti. Aber trotzdem ist der Bossfight doof, weil ich nicht zielen kann mit der scheiß Waffe und man macht keinen Schaden, wenn man den mit Zeugs wirft. Ich probier's jetzt mal einfach, den zu beschleudern die ganze Zeit. Okay, ich sehe den Stein. Ich weiche aus. So. Das ist korrekt. Wo ist er? Okay, ich sehe den Stein. Bin ich weg? Bin mir nicht sicher, ob ich weg bin. Dieses Aim. Könnt ihr nicht auf den schießen? Du bist gedeckt, Alter. Als ob ihr mir irgendeine Deckung verschafft. Ich seh genau, dass der einen Stein hat. Okay. Ich treffe den halt auch nicht. Schon wieder nicht getroffen.
Irgendeine? Oder kann ich es mir raussuchen? Hat er irgendein Fluggerät, was er wirft? Nee. Jetzt hat er was. Okay, wir jetzt kommen die ganzen Kleinen und nerven uns. Oh Gott, oh Gott. Das ist uncool. Oh Gott, jetzt muss ich aber ein paar von den Kleinen killen. Weil sonst sterbe ich. Ah! Tolles Spiel. Ganz tolles Spiel. Also bis eben hat es mir noch Spaß gemacht. Langsam wird es ein bisschen wie Control Souls. Nein, das ist voll einfach, Mann. Ich bin einfach nur schlecht. Scheiß Spiel. Kann man irgendwie auf einfach schalten? Oh, ich will nicht an diesem einen. Die ganze Zeit lief es wirklich wie geleckt. Wunderbar. Ein paar Mal bin ich gestorben, weil ich dumm war. Aber der hält einfach so übertrieben viel aus. Kann ich nicht irgendwas machen, dass ich besser werde? Come on. Da fehlt mir jetzt ganz viel. 2000 fehlt mir da. 6000 meine ich doch. Was ist denn das? Aufwerten? Dann kann ich bessere Mods bauen. Ja, aber ich würde gern mehr tragen. Weiß ich nicht. Also dieses Mods bauen, wenn man so viele findet, ja. Keine Ahnung, warum ich dafür überhaupt Ressourcen verplempern sollte, wenn ich doch meine Waffen pimpen kann. Ja, ich spare ja gerade auf eine andere Waffe. Ich meine, ich könnte auch mal gucken, welche Ressourcen eigentlich wofür sind, wovon ich besonders viel habe und vielleicht... Weil ich glaube nämlich, Stich würde sich hier echt lohnen, aber es ist halt auch, dass das Aim einfach komplett für'n Arsch ist. Ich habe wirklich gestern den ganzen Abend gesessen, nachdem ich ein paar Soundprobleme hier gefixt hatte und habe überlegt, ob ich mir das Spiel einfach nochmal bei Epic kaufe. Und bis zu dem Punkt, wo wir vorhin noch waren, komplett durchspiele und einfach auf dem Rechner weiterspiele. Aber ich dachte dann, das ist Quatsch, nochmal das halbe Spiel zu zocken. Das ist ja voll blöd. Aber jetzt bereue ich es dann doch. Jetzt bereue ich es ehrlich. Der Typ war schon halb tot. So, dann regeneriert er wieder. Und ich habe keine Energie. So, und der hat immer noch sein Schild. Okay, ich bin fast tot. Aber das scheint irgendwie zu funktionieren. Oh nein, nicht die Kleinen. Nicht die Kleinen jetzt. Jetzt will ich nicht von denen, wo Macht doch irgendwas, Leute. Wozu seid ihr da? Macht bitte irgendwas mit denen. Kommt schon. Kommt schon. Ihr habt Gewehre und so. Ich hab einen Stromkasten. Kannst du nicht sagen, dass Stromkasten mehr Damage macht als fucking Gewehr? Kann ich dich nicht umbringen und deine Lebensenergie aufsaugen, dann werde ich wenigstens zu was Nütze. Anstatt Hals über Kopf in irgendwelche Selbstmordattentäter reinzurennen, da sind ein paar Energieblobbles. Oh, wenn meine Kameraden hier wenigstens sowas wie wandelnde Medikits für mich wären, ja? Weil ich wette, die lassen auch so blaue Blobbles zurück, wenn die sterben. Aber nein, die sind einfach nur useless. Die sind einfach nur komplett useless. Guck mal, wie viel Leben der noch hat, ne? Deckungsfeuer! Ah, die machen ja doch Schaden. Der Raketenwerfer hat's gerissen. Herrlich. Herrlich. Oh. Den brauche ich noch. Dankeschön. Puh.
cooles Spiel. Fordernde Fights, interessante Story, realistische Charaktere. Nur die Grafik ist ein bisschen scheiße. Oh, danke, Shandy. Danke. Ich hab die Fliege hier immer noch auf dem Kontrollmonitor. So. Ich hab's geschafft. Kann ich jetzt irgendwo hin, wo ich gerade eben noch nicht hinkomme? Eigentlich überall. Ja, ich kann wieder raus. Ich kann nach gerade durch, zu. Ich kann hier mal das Shelter aufmachen und reingucken. Oh. Fruchtrauch, grüß dich. Einen Wunderabend schönen. Ich hatte leider keine Gelegenheit, den Chat zu verfolgen gerade eben. Ich war sehr aufgeregt. Forschungsaufzeichnungen sind immer wieder toll. Oder warte mal. Nee, Fallakten sind toll. Forschungsaufzeichnungen sind mehr so... Initiative-Vorschlag der Grenzbereich Kinder. Oh Gott, oh Gott. Die Fliege ist wie der Gegner gerade. Ja, die kommt immer wieder. Siegesgeheul. Bombe, macht die Größe des geworfenen Gegenstands einen Unterschied? Nein. Nein, ich denke nicht. Ich denke, leichte Gegenstände kannst du einfach... Weißt du, der Impuls. Es geht um den Impuls. Der ist immer der gleiche. Leichte Gegenstände fliegen einfach schneller. Da hat jemand bei Physik-Leistungskurs nicht aufgepasst. Also außerdem kannst du dir nicht raussuchen, welche Gegenstände du nimmst, um sie zu schleudern. Was ein echtes Problem ist, wenn du eine Rakete abfangen willst, die auf dich zukommt. Ich meine, es gibt diesen Skill, Granaten und Raketen auf Gegner zurückzuschleudern. Aber wenn du das zu früh machst, dann nimmt sie entweder einen Feuerlöscher, der links neben dir ist, oder reißt von mir aus hinter dir ein Stück Beton aus der Wand. Irgendwas zum Schleudern ist immer da, und sei es der Beton. Und dann hat sie halt eben den Beton und die Rakete fliegt weiter auf dich zu. Das ist mir schon mehrmals passiert und das ist richtig, richtig, richtig behindert. Weil ich glaube, es gibt auch keinen Indikator dafür, was du dir jetzt ziehst. Das ist einfach ein bisschen Glück und ich glaube, ein bisschen was in deinem Fadenkreuz ist. Aber wie gesagt, ich hatte es auch schon, dass die Sachen rechts aus der Wand reißt, obwohl ich nicht auf die Wand geguckt habe, weil sonst wäre sie ja vor mir und nicht rechts, nicht wahr? Sei es drum. Kennst du mich noch? War 2-3 Jahre her. Ich kann mich an diverse Raucher erinnern, aber war das nicht Fuchs oder Frucht? Ich bin mir nicht sicher. 2-3 Jahre inaktiv, ja, so mir ging es ähnlich. Von mir hat man auch 1,5 Jahre lang nichts gehört. Fruchtrauch, doch, da klingelt was. Aber solche Fragen sind immer gemein, sowas fragt man nicht, man freut sich einfach. So, ich habe keine Lust mehr, das zu lesen, ich will wissen, was in der Kiste ist. Aha! Astral-Lili. Gehen wir durch die große Tür oder durch die kleine? Das sieht aus, als müssten wir durch die große Tür. Dann gehe ich erstmal gucken, was da ist. Ein Office. Mhm. Ein Ritual-Office. Was? Ein Fahrstuhl? Nein. Nein, wir fahren nicht mit dem Fahrstuhl, wir gehen dahin, was die Quest sagt, wo wir hingehen sollen, und das ist nämlich hier rein. Ich werde das Gefühl nicht los, schon mal hier gewesen zu sein. Da ist die Quietsche-Ente! Von der haben wir gelesen. Hin und wieder lohnt es sich doch mal zu lesen, aber ich glaube, die Fallakten sind definitiv cool. Oder, komm, was war denn das Letzte, was wir gefunden haben? Ich habe gar nichts... Was? Ein gefesseltes Publikum? Jesse erfährt von einem weiteren Objekt der Macht, der Röntgenlichtbox im Hypnoselabor. What, what, what? Es gibt noch ein Objekt der Macht? Wo? 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 Eiderdaus, das ist ja wahnsinnig weit weg. Da war ich schon fast. Oh, wie komme ich denn da jetzt hin? Fruchtrauch, viel Spaß mit dem Sub. Shandy, einen vielen lieben Dank. Wirf doch einfach den Planeten, auf den du stehst, auf den Boss. Da könnte ich aber auch den Boss auf den Planeten werfen, da kommt das gleiche bei raus. Soll ich noch ein Stück Kuchen essen? Oh, wollen wir, haben es 10:45, ja, ja. 10:45 sollen wir mal ganz viel essen. Schade, dass die Pizza jetzt alles. Oh nein, du hast mich vergessen. Bartliebe. Schön. Huch. Ah,
Warte mal kurz. Ich will kurz rausfinden, wie ich da hinkomme. Weil, wenn das ein Objekt der Macht ist, dann will ich das haben. Und ich glaube, wo wir gleich lang gehen, durch das Forschung... Wobei, warte mal. Da werden wir später noch Gelegenheit für haben. Oder... Komm, wir machen erstmal das hier. Röntgenlichtbox. Ich hoffe, das verfällt nicht. Weil das hier ist doch wirklich gleich hier um die Ecke, oder? Einmal hier durch. Guck mal, dann geht's eh wieder zurück. Oder man kann doch hier fast traveln, oder? Ich bin so hin und her gerissen. Genau. Oder. Huch! Oh! Nee, das meinte ich jetzt nicht. Genau. Da. Parapsychologie. Ich hoffe, das ist richtig. Ausstellung über die Astralebene. Zentrale Forschung. Ritualabteilung. Parapsychologie. Nee, doch, Parapsychologie. Alles gut. Ich will dieses Objekt der Macht. Objekte der Macht sind total toll. Die sind nämlich mächtig. Und damit kann man Dinge tun. Zum Beispiel durch die Luft fliegen oder Leute hypnotisieren. Ich weiß zwar nicht, wozu wir jetzt Leute hypnotisieren wollen, weil die meisten wollen uns umbringen, aber wenn wir dann jemanden so hypnotisieren können, dass der wen anders umbringt, wäre das vielleicht von Vorteil. Gerade wenn es so ein dicker Klops ist mit dem Schild. Ofen? Ich glaube, der Ofen ist kein Objekt der Macht. Ich glaube, der Ofen hatte einfach nur Hunger. Der Ofen war seltsam. Ich wünschte, wir hätten vom Ofen was zu hören gekriegt. Ey, das ist, finde ich, war ein bisschen schade. Andere Richtung, würde ich sagen. Lol. Keine Sorge, das wird nachher wieder auf magische Weise repariert. Okay, eigentlich muss ich einfach nur hier runter und da drüben rein. Da war ich noch nicht. Sapalot, hier war ich noch nicht. Oh, ich höre was. Okay, Kinder. Braucht ihr ein Taschentuch? Ich würde euch den Speichel vom Mundwinkel wischen, wenn's genehm ist. Du hast eine lustige Brille auf. Du siehst ein bisschen aus wie der Ingenieur von Team Fortress. Aber du hast ganz schön runzlige Lippen. Kann das sein, dass du hier schon eine Weile stehst? Bisschen mumifiziert sehen sie aus. Noch ein Objekt der Macht? Sie stehen bloß da. Völlig davon gebannt. Klingt, als könnte ich damit jemanden stunnen. Okay, das klingt interessant. Nun. Das ist ein Symbol. Eines, welches wir sicher irgendwo finden werden. Interessant. Da. Das müssen wir bauen. Vielleicht. Vielleicht ist das das Passwort. Ich gucke mir das gleich nochmal an, weil ich es dann vergessen habe. Hier sind ganz viele von den Dingern. Das ist nicht cool. Eine Taschenlampe wäre echt praktisch. Das Spiel wird gegen Ende echt komisch von der Story her. Nicht nur gegen Ende. Es ist jetzt schon komisch. Aber ich find's cool. Ich mag sowas. Keep your distance from the glass. Oh oh. Regelverstoß. Regelverstoß. Strafe muss sein. Warte mal, wenn ich den umbringen kann, dann werden die mir alle in den Rücken fallen. Die sind bereits infiziert. Das sieht man, weil die in so einer schönen bunten Spektralblase zu platzen. Deshalb entledige ich mich der lieber jetzt schon. Der Leute. Okay, ich habe einen Hinweis. Ich habe aber noch einen Hinweis. Und das macht mich ein bisschen stutzig, weil ich habe irgendwo noch so einen Ausdruck gesehen, wo auch ein Symbol drauf war. Und das war anders. Das ist doof. Deshalb schaue ich mich jetzt hier in dem Büro nochmal ein bisschen genauer. Ich schaue mich genauer um, meine ich. Ich gucke mir das da nochmal an. Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ist hier drin auch nochmal so ein Bild? Ich sehe soweit nichts. Infiziert? Ja, vom Zischen. Vom Zischen infiziert. Warte, Kai, hast du nicht zugehört, als ich es erklärt habe? Soll ich nochmal Pause drücken? Es ist verwirrend. Es ist verwirrend. Am Ende rafft man nichts mehr. Oh, ich finde überall einen Sinn. Vielleicht ist dein Char der einzig Infizierte. Schon mal daran gedacht? Baum, infiziert sind wir auf jeden Fall, aber wir haben was anderes. Wir haben... Na, 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 ich bin klug. Wir haben Polaris. Wir haben nicht das Zischen. Man könnte auch sagen, sie hat uns. Die Beobachtenden und die, die das Ding lenken. Oh, ein Tonband. Bitte geben Sie Ihren Namen für das Protokoll. Paul Warren, Astronaut erster Klasse. Und Sie sind sich bewusst, dass eine Aussetzung zur Astralebene zu Tod, Behinderung, körperlichen Schäden, körperlicher Auflösung, kognitivem Zusammenbruch, Verlust des Ichs und teilweise bis vollständiger Demenz führen kann? Ja, ja, ja. Bin ich. Und Sie erkennen an, dass Ihre Nutzung des Astralleiters, auch bekannt als Röntgenlichtbox, rein freiwillig ist? Ja, tue ich. Perfekt. Ihr Anzug sitzt? Ja. Okay, alles bereit. Tür öffnen für Mr. Warren, bitte. Und fortan hat man ihn nie wieder gesehen. Mr. Warren, bist du noch hier drin? Was mich wundert, ist, dass ich so komplett immun gegen dieses Zeug bin und alle anderen davon sehr beeindruckt sind. Aber das liegt wahrscheinlich daran, ja, wie wir schon gerade gesagt haben, sie ist sowieso schon besessen. Das heißt, alles andere kann sich in ihrem Hirn nicht einnisten, weil sie durch Polaris mehr oder weniger geschützt ist. Ey, anfassen hilft immer. Herzlich willkommen auf der Astralebene. Was lernen wir denn jetzt Schönes? Lass mich raten, ich kann Leute stunnen. Kann ich Leute stunnen? Ich will Gegner stunnen können. Crowd Control ist immer super. Ich spiele gerne Support-Klassen. Oder den Tank. Ich war großer Fan von, wie hieß er? Der Stier mit den Hörnern dran. You can't milk those, you know? Alistair. Großer Freund von Alistair. Goldgegner sind gegen Jessys Angriffe immun. Finde einen Weg, um diese Gegner zu besiegen. Ja. Wir sind halt immun, wa? Was macht man denn mit immunen Gegnern? Ja, wegrennen, würde ich sagen. Wegrennen funktioniert schon mal nicht. Es gab einen schwarzen Gegner, den habe ich gesehen. Tode auf der Astralebene zählen übrigens nicht. Was? Wieso? Wer hat das jetzt? Wer war das? Ich habe gesagt, die zählen nicht. Ach, Mann. Also ich sterbe meistens, wenn ich leuchtende Sachen anfasse in Spielen. Nein? Nein. Muss ich widerlegen. Stimmt nicht. Es bietet sich einfach ein Stück Boden raus. Also, was es sich hier rausnimmt. Ich glaube, da stand vorher noch ein Tooltip, den ich nicht gelesen habe. Gold-Kopie-NPC-Variation steht da, okay. Und was zur Hölle willst du von mir jetzt, liebes Spiel? Ja, wie wär's mit drumrumlaufen? Drumrumlaufen scheint zu funktionieren. Ich soll ihn trotzdem noch irgendwie umbringen, hä? Ja, aber wie? Wenn er doch immun ist. Oh. Gegner mit niedriger Gesundheit können übernommen werden. Jetzt habe ich es gesehen. Viereck. Okay, also doch. Also doch. Hypnose, so. Soße.
Habe ich dich jetzt schon übernommen? Habe ich dich jetzt übernommen? Habe ich dich jetzt übernommen? Oh, das dauert aber lange. Jetzt habe ich dich übernommen. Für wie lange? Gegner können übernommen werden. Halte die Brücke zum Übernehmen. Übernehmen den Gegner, kämpft man Jessys Seite. Okay, cool. Dich übernehme ich mal kurz. Ich kann noch laufen, während ich übernehme. Das ist ja praktisch. Das ist äußerst praktisch. Das macht Spaß, ist schön, ist nützlich. Sieht gut aus, riecht gut. Ich mach mal Vanille. Oh, da war ich ein bisschen zu ruppig. Oh. Cool, validiert, gebunden, alles cool. Was ist das da? Oh, das ist ein Würfel. Will jemand würfeln? Oh. Das war eine glatte 6, ich schwöre. Ja. Fruchtrauch, hab ich. Wir hatten zuletzt tatsächlich Borderlands 3 zusammengespielt. Na dann, lieber Rat. Freut mich, dass ich jetzt Leute hypnotisieren kann. Cool. Das ist doch mal nützlich. Bei niedriger Energie. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass sie die nicht aus Versehen alle zerkloppen. Bitte geben Sie Ihren Namen für das Protokoll. Warren, Astronaut erster Klasse. Astronaut? Warum sagt er nicht Astronaut? Und Neuronaut wäre auch nett. Nette Bezeichnung. Sitzt gerade auf dem Klo und neben mir seilt sich eine Spinne ab. Da hast du aber ganz schön lange auf dem Pott gesessen. Foxels. Ich höre Gegner. Okay. Oh Gott. Huch. Gegner mit niedriger Gesundheit werfen oder ihnen den Verstand rumpulen. Da hat man jetzt echt die Qual der Wahl. Oh. Falschen Knopf gedrückt. Oh oh. Mit dem Knopf fängt man aber keine Projektile aus der Luft auf. Hallo? Kann ich dich nicht? Genau, schieß einfach vor dir mal in die Tischkante. Schön, dass die danach auch wieder volles Leben haben. Das ist äußerst praktisch. So, ich bräuchte mal irgendwas zum Fast-Travelen. Siehst du, eigentlich will ich gar nicht Besitz von dir ergreifen, weil tot gefällt sie mir am liebsten. Uiuiui. Aber du kannst mir mal helfen. Das dauert echt ganz schön lange. Also wenn wir da noch irgendwas finden, was die Hypnosezeit runtersetzt, kann man das so nennen? Ich möchte es nicht wirklich Hypnose nennen. Irgendwie ist das eher Gedankenkontrolle. Okay, das ist auch nicht ganz eine Hypnose. Aber irgendwie... Ja, die rennen halt nicht rum und gackern. Oder Gehirnwäsche. Alter! Links vorbei, rechts vorbei, links vorbei, rechts vorbei. Ich will jetzt fast traveln. Kriegen wir das hin? Okay. Ich habe irgendwelche Level-Ups, aber das ist mir gerade alles egal. Wo will ich hin? Da unten hin. Gut. Meine Güte. Foxes, war das so ein Spider-Man-Moment, wo Mary Jane unten in der Gasse ist und du bist quasi auf dem Pott und von oben kommt die Spinne runter und kommt dann so ins Bild und zieht sich die Maske runter. Kurz stiller Beobachter. In Fachkreisen nennt man das übrigens Lurken. Was? Geschäftsleitung, Zischerknoten, gehen Sie in die Kommunikationsabteilung. Was? 15:22 stand da. Und wenn ich jetzt nochmal gucke? Ich habe eine Viertelstunde Zeit, um das zu machen. Und dann? Was dann? Wenn ich das jetzt ignoriere, wenn mir das wurscht ist? Ich will da nicht hin. Das ist mir jetzt gerade Panne. Tschüss. Scheiß auf den Zischerknoten. Die finden wir ja auch so schon zuhauf. Wir stolpern ja ständig über irgendwelche Zischerknoten. Die roten Blöpsels, die da durch die Luft fliegen. Ich denke mal, das sind die Zischer... Was ist das für ein Zimmer? Muss man nicht verstehen, ne?
Aber die Symbole erinnern mich irgendwie ein bisschen an die Umbrella Academy. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, die Symbole sind bestimmt wichtig. Das müssen wir uns alles merken. Was? Achtung, darf man nicht drüber? Sind die Türen zugemauert? Das ist ja schräg. Warum macht man denn nur die Türen dicht und... Oh, hallo. Sag mal, kann es sein, dass das Entchen ein bisschen böse guckt? Das guckt böse, ne? Bin mir nicht sicher, aber leider kein Scharfschützengewehr zur Hand. Analyse gewandtes Objekt Nummer 52 AE. Sitzung 2. Ich werde damit beginnen, verschiedene Reize in das Objekt einzubringen. Zunächst ein Stromschlag mit niedriger Spannung. Keine Reaktion. Als nächstes Wärmeeinbringung mit einem Bunsenbrenner. Keine Reaktion. Als nächstes Auftragen einer Reihe von Lösungen mit verschiedenen Werten auf der pH-Skala von 0 bis 14. Spannend? Keine Reaktion auf irgendeinen Wert. Als nächstes ein Kommunikationsversuch. Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Damit hätte ich angefangen. Quake, wenn du verstehst, was ich sage. Keine Reaktion. Das schließt Sitzung 2 ab. Benötige Zeit für weitere Testvorbereitungen. Wenn es jetzt dann doch noch im Hintergrund gequakt hätte, wäre es sehr witzig gewesen. Ich habe das Gefühl, wir sehen dich wieder. Es scheint ein Objekt der Macht zu sein. Kann ich es haben? Was verschließt wohl diese Tür? Weil das hier ist eine der wenigen Türen, die nicht abgeklebt ist, ne? Die anderen Türen sind zugeklebt. Da sind auch keine Objekte mehr drin. Also vermute ich. Vielleicht sind es ja unsichtbare Objekte. Weiß der Geier, ja? Oh, da habe ich etwas übersehen. Erhöhter Durchdringungszoom, whatever. Aber die Tür hier kriegen wir anscheinend nicht auf. Aber die ist trotzdem noch zum Benutzen gedacht. Ich gucke nochmal da oben, ob ich irgendwo einen Schalter finde. Ist die Ente das Versuchsobjekt? Ja. Ja. Die Ente ist aus Versehen ein Objekt der Macht geworden, als einer der Angestellten hier ein paar Materialien, paranormale Materialien mit nach Hause genommen hatte, was natürlich verboten war. Dafür wurde er gefeuert oder umgebracht, ich bin mir nicht sicher. Okay. Dir gefallen diese HV wohl? Klingt, als hätte Darling sie und das meiste hier gebaut. Wenn Marshall uns nicht mit Dylan helfen kann, ist er die nächstbeste Wahl. Sofern er nicht tot ist oder vom Zischen erwischt wurde. Ja. Ja, jedenfalls das Quietsche-Entchen ist nicht ganz normal. Es hat aber auch nicht geantwortet. Gut, mir hat der Ofen aber auch nicht geantwortet. Was sehr schade ist. Warum ist denn hier alles so abgesperrt? Was ist denn nur hier? Guck mal, hier... Polaris scheint es hier irgendwie zu gefallen in der Mitte. Aber hier ist nichts. Kein Item. Nichts zum Anfassen. Ich gehe mal einfach weiter. Vielleicht wird sich das noch aufklären. Erstmal anzünden und dann reden. Ich fände es auch ein bisschen unheimlich, diese Vorgehensweise. Ja, wenn es sich da tatsächlich um den Gegenstand der Macht handelt, würde ich doch erstmal versuchen, was Nettes mit ihm zu machen, bevor ich ihn unter Strom setze, anzünde und dann frage, hallo, magst du mich? Oder möchtest du mich insgeheim töten? Was ist denn da? Das ist voll... Der Itemmarker ist voll der Spoiler. Welch schwieriges Rätsel. Nun. Welch geheime Tür. Mit welch schwierigem Rätsel. Das ist das Pendant zu sein. Oh, ich sehe da was.
Oh, du nee, hast mich hergeführt. Weißt du, wie man das in Gang bringt? Machen wir gleich. Ich muss nur noch wohin. Ich muss diese Tür hier ausprobieren. Aus dem Weg! Ich habe so eine Idee, wo die hinführt, weil wenn das hier der Gang ist, der hier unten lang geht, scheint der genau auf der Rückseite der Zelle des Entchens rauszukommen und das Entchen scheint ein Objekt der Macht zu sein und den können wir die Energie auszuzeln und selber mitnehmen und ich kann noch mal kurz mit dem Rat reden und das wäre ganz toll, weil ich habe gelernt, Leute zu hypnotisieren und vielleicht können wir noch mehr Shit. Wo geht's da lang? Da oben. Aber ich kann nicht fliegen. So eine Scheiße. Oh Mano, vor allen Dingen, ich weiß genau, dass man irgendwann fliegen kann. Es war im verdammten Trailer. Und dann werden diese Wege alle für uns erreichbar sein, aber noch nicht jetzt. Und ich werde es bestimmt vergessen. Aber vielleicht wird es eine Nebenquest. Bis jetzt waren die Gegenstände der Macht immer irgendeine Nebenquest. So. Aber wisst ihr was? Bevor ich mit diesem riesengroßen Diamantbohrer irgendwas anstelle, beendige ich diese Folge hier. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten, wenn wir mit dem HRV irgendwas machen. Ich frage mich ja, warum Polaris, hieß es Polaris? Polaris? Wie hieß dieser Geist, der uns innewohnt? Ich glaube Polaris. Warum die so einen Gefallen an diesen Hadronenresonanzverstärkern hat. Und warum es sie nicht auch vertreibt, so wie es das Zischen zu vertreiben scheint. Aber gut, es vertreibt das Zischen ja nicht aus der Anlage. Es verhindert nur, dass einzelne Personen befallen werden können. Trotzdem sind selbst Bereiche, in denen Personen mit HRVs rumrennen, nicht sicher vor dem Zischen. Was komisch ist. Aber es sind ja nur Rettungswesten, ja? Eine Rettungsweste hält die Flut ja nicht auf, sondern sorgt nur dafür, dass du in der Flut halt nicht ertrinkst. Gut, das war wahrscheinlich eine sehr passende Metapher. Anyway, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ich frage mich nur, jetzt wo wir die Quarantäne aufgelöst haben, wie kann es denn sein, dass das Zischen immer noch nicht ausgebrochen ist in die Welt außerhalb vom Ältestenhaus, in die echte Welt? Das wäre ein wenig doof, wenn das passieren würde. Und das könnte ja jetzt passieren, aber das tut es anscheinend nicht. Das ist alles komisch. Das Auflösen der Quarantäne war noch immer eine sehr, sehr dumme Idee. Aber was soll's? Sonst hätten sie was ja nie in dieses Labor hier geschafft. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüssikowski.